Hallo, wir sind hier die Jugendgruppe des Astronomischen Vereins Bodensee und werden euch heute unser RAMOTS vorstellen. Erst einmal, das gesamte System basiert auf 4 Stemmemotoren, dem hier, dem gegenüber und 2 unten. Wir können damit einmal das gesamte Gebilde drehen, wie Sie momentan sehen, und auch hier einmal die Neigung verändern. Das geht auch noch. Genau, das zeigt Ihnen Paul gerade. Zusätzlich dazu haben wir hier insgesamt 4 Teleskope verbaut. Wir haben unseren kleinsten Sucher hier oben als Kamera mit dem größten Blickfeld. Und das nutzen wir, um ganz grobe Szenen abzuspielen und zu gucken, okay, hier ist unser Objekt drin. Und sobald wir das Objekt dort drin haben, bewegen wir uns in den kleineren Sucher. Das ist der lange weiße Tubus hier. Mit dem gucken wir und sehen, und können das noch mal ein bisschen genauer in die Bildfläche tun, ein bisschen mittiger bauen. Und dann haben wir hier unten unter dem Teleskop noch den orangenen Tubus. Das ist das C8-Teleskop. Das können wir sowohl nutzen, um Galaxien und weit entfernte Objekte zu fotografieren. Allerdings nutzen wir es auch als dritten Sucher und letzten Sucher für unser Hauptteleskop. Und das ist hier der ganz große Tubus in der Mitte mit unserem 16-Zoll-Spiegel. Und das ist wirklich auch komplett von uns entworfen worden, mit Kamera, Aufhängung und auch von uns gebaut, 3D gedruckt, gefräst und auch mit einer Stichsäge sehr viel gearbeitet und auch von uns motorisiert. Das heißt, wir haben hier sehr viele Arduinos, das sind so kleine Mikrocomputer verbaut, mit denen wir hier die gesamte Strommanagement betreiben. Wir machen auch noch die gesamte Steuerung und auch die gesamte Auswertung des Ganzen. Und wie das dann eigentlich in Verwendung aussieht, das zeigen wir Ihnen hier jetzt. Hier fährt gerade Paul ein bisschen herum. Wir haben diesen Joystick, damit können wir alles wirklich steuern. Und wir haben hier, da sehen Sie zum Beispiel gerade die Berger Kirche, da haben wir 2 Steuerungsmodi. Auf der einen Seite können wir, indem wir nur einen Knopf gedrückt halten, einfach in eine Richtung fahren. Wenn wir loslassen, hört auf, sich zu bewegen. Dann haben wir als zweiten Modus, wir können eine Geschwindigkeit einstellen und dann können wir einmal diesen Knopf drücken und dann fährt es wie von Zauberhand weiter. Das ist sehr hilfreich, wenn wir beispielsweise ein Flugzeug haben oder ein Schiff haben, was sich konstant bewegt und wir wollen es filmen und dann drücken wir einmal drauf und wir können aufstehen und etwas anderes tun gehen, ohne Interaktion von dem Nutzer hier. Und da haben Sie jetzt hier auch schon gleich gesehen, wir haben hier die vier Teleskope, die Sie verbaut haben. Einmal hier die Kamera von vorhin. Dann haben wir den langen weißen Tubus hier. Etwas größere Vergrößerung. Dann haben wir hier noch das orangene von unten. Und als letztes unser großes 16-Zoll-Bild. Das zeigen wir auch hier nochmal vom Hauptteleskop. Und da kann man dann auf eine ganz neue Art und Weise die Uhrzeit ablesen. So, wir haben allerdings noch sehr viel, was wir mit diesem Projekt anfangen wollen. Wir sind noch längst nicht fertig. In Zukunft wollen wir damit versuchen, Satelliten zu tracken und vor allem auch automatisch zu verfolgen. Das heißt, wir wollen beispielsweise, dass wir mithilfe von Computerprogrammen den Satellit automatisch auf der Bildfläche erkennen und dann soll sich das dort automatisch hindrehen. Das erfordert noch sehr viel Komplexität. Deswegen ist es auch erst ein Prototyp. Wir müssen hier auch noch sehr viel am Material ändern. Es wackelt noch ein wenig. Da gibt es noch Luft nach oben, aber wir sind schon mal sehr zufrieden. Und genau dafür brauchen wir vielleicht auch Ihre Hilfe. Und wir freuen uns auf jeden Fall, dass Sie hier zugucken. Und vielen Dank.